Warum musste Ihre Mutter die Türkei verlassen? Meine Mutter hatte bis Jahr 1999 für die damals noch legale kurdische Partei HDP gearbeitet. Und sie war ein Jahr lang im Gefängnis gewesen. Als sie im Gefängnis reingekommen ist, war sie hochschwanger. Und kurz vor der Geburt ist sie raus und danach ist sie nach Deutschland abgeflüchtet, nach der Geburt gleich. Und meine zwei Onkel wurden in der Türkei ermordet. Meine ganze Familie ist in der Türkei politisch verfolgt. Und meine vier Onkels noch, die sind auch hier in Deutschland, haben auch einen Asylantrag gestellt, die alle natürlich positiv bekommen haben. Das einzige Bekannte, Familienbekannte ist in der Türkei meine Oma. Sie ist auch krebskrank und sie wird auch ständig von Polizisten. Also die gehen einfach in die Früh zu meiner Mutter, zu meiner Oma und fragen nach meinen Eltern. Sie ist auch immer belästigt von Polizisten, von türkischen Polizisten. Genau, wenn ich nach Türkei abgeschoben werde, erwartet mich doch nur Folter und Gefängnis. Und ich wurde schon als Kind, als ich in die 5. Klasse war, von der Schule rausgeschmissen. Ich durfte in der Türkei nicht mehr in die Schule gehen wegen meiner Eltern, weil meine Mutter gesucht war. Die haben mich von 5. Klasse rausgeschmissen. Ich konnte 2 Jahre lang die Schule nicht besuchen. Als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich wieder angefangen. Leila, Sie sind von Abschiebung in die Türkei bedroht. Erzählen Sie mir bitte nochmal Ihre Geschichte, wie Sie in diese Situation gekommen sind. Eigentlich zu meinem 18. Geburtstag bekam ich im März 2010 von Nürnberg Einwohnermeldeamt die Ausweisungsverfügung. Vorgeworfen wurde mir die Teilnahme an legalen und angemeldeten Demonstrationen und Kulturveranstaltungen natürlich. Meine Anwältin legte einen Widerspruch gegen die Ausweisung an, aber das wurde abgelenkt. Und das waren ganz normale, legale Veranstaltungen gewesen, Demonstrationen? Das waren ganz normale, legale Demonstrationen gewesen, auch Kulturveranstaltungen, die auch tausende Menschen teilgenommen haben, auch unter allem die Deutschen, die Türken. Wie ist es, wenn man plötzlich so einen Ausweisungsbefehl bekommt? Also ich bin von Familienzusammenführung her nach Deutschland gekommen. Meine Mutter hat ihren Asylantrag gestellt, weil sie in der Türkei im Gefängnis war und sie war dort politisch verfolgt. Deswegen sind wir von Familienzusammenführung gekommen, ich, meine Geschwister und mein Vater. Also das heißt, sie hat hier Asyl bekommen und sie durften praktisch nachziehen in die Bundesrepublik. Genau, so war das. Und ja, ich war noch 12 Jahre alt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Jetzt bin ich 20. Ich lebe seit 8 Jahren hier in Deutschland. Ich habe hier probiert, meine Ausbildung machen. Jetzt bin ich immer noch Schülerin, besuche die Abendgymnasium, muss ich meine Abitur nachmachen, möchte ich eigentlich so haben. Also jetzt praktisch mitten in der Ausbildung und rausgerissen aus der Ausbildung und aus der Weiterbildung. Ich habe im September 2009 die Schule abgeschlossen, habe meine Quali geschrieben. Den mittlere Reife habe ich genommen und ich habe die Ausbildung als medizinische Fachangestellte angefangen und wurde nach 7 Monaten gekündigt, weil ich mich jeden Montag bei der Polizei melden musste und jedes Mal freigenommen habe, damit ich meine Duldung verlängern kann. Und damit war meine Chefin mit der Seite nicht mehr einverstanden und hat mich gekündigt natürlich. Wie hat man auf dem Ausländeramt begründet, dass Sie kein Bleiberecht bekommen? Die haben vermutet, dass ich eine Gefahr für Bundesrepublik Deutschland bin, obwohl ich hier in Deutschland gar nichts Illegales gemacht habe. Ich bin mit 12 Jahren gekommen und die wirfen mir immer wieder die Sachen vor, die ich in dem Alter 14 und 16 Jahre alt war. Das ist ja das Komische. Nachdem ich meine Ausbildung abgebrochen habe, habe ich dann im 2010, wieder im September, ein freiwilliges soziales Jahr absolviert im Klinikum Fürth. Und da wurde mir auch ein Ausbildungsplatz zugesprochen. Aber ich habe danach Residenzpflicht bekommen, dass ich nicht in Fürth arbeiten darf. Deswegen konnte ich das auch nicht wahrnehmen. Also das hat auch nicht geklappt. Ich durfte nicht in Fürth arbeiten, konnte dann Ausbildung nicht anfangen. Das war mein zweiter Ausbildungsplatz gewesen, meine zweite Möglichkeit gewesen. Danach habe ich mir eine Arbeit in der Langwasser gefunden, habe dort jahrelang gearbeitet und da ist auch meine Schule im Langwasser. Deswegen, ich habe eigentlich immer von 8 bis 16 Uhr gearbeitet. Und von 17 bis 21.45 Uhr war ich in der Schule gewesen. Wie ist dann Ihre jetzige, gegenwärtige Situation? Ich musste jetzt einen Asylantrag stellen in München. Ich habe Transfer nach Nürnberg bekommen. Jetzt bin ich in einem Asylheim in Nürnberg, weil ich noch Schülerin bin und die Schule noch besuchen darf, weil es auch ein privates Abendgymnasium ist. Und jetzt müssen wir nur noch warten.
Wie ist die seelische Situation dann? Sind Sie dann wütend oder macht Sie das traurig? Ich bin natürlich sehr, sehr wütend, weil ich habe mir hier ein Leben gebaut und das wurde mir kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich nur mein eigenes Geld verdienen und mein Abitur machen, mich weiterbilden. Ich habe mich auch hier in Deutschland integriert. Ich habe die Sprache gelernt. Ich bin Schüler und lerne noch dazu 3 Sprachen. Ich meine, ich habe alles getan. Ich habe gearbeitet, habe die Schule besucht und ich habe nicht etwas Illegales gemacht. Auf einmal habe ich die Abschiebung bekommen. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die haben mein Leben einfach kaputt gemacht, auseinandergestellt. Eigentlich ein Beispiel für gelungene Integration, aber von Abschiebung bedroht in der Stadt der Menschenrechte Nürnberg. Genau, wenn man sich überlegt, Nürnberg ist eine Menschenrechtsstadt. Aber was alles hier passiert, ist unglaublich. Also ich war 15 Jahre alt und wurde bei Sicherheitsgesprächen eingeladen, die ich auch gehen musste. Und meine Mutter durfte nicht mal rein. Und da haben 6 Männer vor mir gesessen. Eine war vom Verfassungsschutz, 2 Polizisten, eine war türkischstämmige Polizist. Und die anderen kenne ich nicht, eine von Einwohnermeldeamt. Und die haben mir stundenlang Fragen gestellt. Und das aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Abstammung und nur, weil sie auf eine ganz normale Demo gegangen sind. Ganz genau. Aber auch nicht nur ich, sondern viele Mitglieder vom Media Volkshaus wurden bei Sicherheitsgesprächen eingeladen und mussten immer da teilnehmen, weil sie auch mit Aufenthaltsbedrohung drohen. Der Leiter von Einwohnermeldeamt, der Herr Koch, sagte bei einem Interview, dass ich eine Terrororganisation unterstütze. Das sind falsche Behauptungen. Er hat von präventiver Abschiebung eigentlich zugegeben. Das hat er ganz direkt auch bei der Bayerischen Rundfunk gesagt. Also ganz diffus, nichts Konkretes, sondern... Das hat er ja zugegeben. Er hat gesagt, es liegt nicht was Konkretes vor. Sie war nicht straftätig, aber sie kann gefährlich werden für das Bundesrepublik Deutschland. Was können unsere Hörer tun, um ihnen zu helfen? Wir haben jetzt eine Open-Petition. Wir sammeln Unterschriften. Das läuft alles online. Ich würde mich sehr freuen, natürlich, wenn die Zuhörer das auch unterschreiben würden. Wir haben eine sehr breite Bündnis. Bleiberecht Lela heißt das Bündnis.